Da war überhaupt nichts zum Lachen, aber im Hintergrund die ganze Zeit. Oh, ey, das regt mich so dermaßen auf. Ja, was geht, meine fakteninfizierten Freunde, und willkommen zur sechsten Folge Infected. Juhu! Bevor wir heute mit den Fakten starten, möchte ich nochmal auf mein letztes Video hinweisen, denn da habe ich nämlich mein neues Format angekündigt, bei welchem ich eure Unterstützung brauche. Klickt also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mal jetzt Pause und da auf dieses Bildchen drauf oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wer das Video schon gesehen und seine Frage schon gestellt hat, für den geht es jetzt natürlich direkt weiter. Und dann würde ich sagen, los geht's! Wenn sich ein Frosch übergibt, dann kommt sein gesamter Magen mit heraus. Und wenn der Magen leer ist, dann kann er ihn wieder hinunterschlucken. Gut, dass das bei uns nicht so ist. Das Eisbein trägt den Namen Eisbein, weil man früher aus den Röhrenknochen der Schweine auch Schlittschuhe hergestellt hat. Die argentinische Pornoente... Moment. Die argentinische Ruderente kommt auf eine Penislänge von bis zu 42,5 cm und das bei einer Körpergröße von gerade mal 40 cm. Und da können echt alle Pornostars nach Hause gehen, oder? Ich sehe es schon förmlich vor meinem inneren Auge. Ruderente penetriert Nachbarin. 1950 lief das erste Mal in einer TV-Show künstliches Gelächter, also künstliches Lachen vom Band. Und jetzt aber mal ohne Scheiß, wen von euch regt denn das genauso auf wie mich? Die spielen das ja wirklich überall ab. Da war überhaupt nichts zum Lachen, aber im Hintergrund die ganze Zeit... Oh, ey, das regt mich so dermaßen auf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es euch da genauso geht. Bei Flugzeugabstürzen sterben 7 von 10 Menschen an Rauchvergiftung. Das Betriebssystem eines Passagierflugzeuges ist leichter zu hacken als das eines normal abgesicherten heimischen PCs. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich in diese Dinger nicht einsteige. Hey Bro, was geht, Bro? Ey, ich hätte jetzt voll Bock auf einen Zwischenstopp in New York, yo. Geile Idee. Dann hack dich doch einfach ein. Die Franzosen essen 500 Millionen Schnecken im Jahr. Das Eigelb enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß. Und ich habe gerade mitbekommen, dass das nämlich irgendwie ein ziemlich genialer Zungenbrecher ist. Haltet mal das Video an und sagt das mal dreimal schnell hintereinander und schreibt mir dann mal in die Kommentare, ob ihr das geschafft habt. Fehlerfrei natürlich. Ich denke mal, fast jeder von euch wird ja die Redewendung die Arschkarte ziehen kennen, oder? Und diese stammt nämlich aus der Zeit, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Denn damit der Zuschauer, der von zu Hause aus ein Fußballspiel verfolgte, zwischen der gelben und der roten Karte unterscheiden konnte, zog nämlich der Schiedsrichter die rote Karte aus der Arschtasche. Und daher kommt diese Redewendung. Achtung, der nachfolgende Fakt ist wieder richtig Brainfuck. In Kenia leben Elefanten, die das Geräusch vorbeifahrender Lastwagen imitieren können. Was für ein kranker Scheiß. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Und wenn du mich heute zum ersten Mal siehst, dann klick doch auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut raus, bis nächsten Mad Monday. Ciao. What you think that we think is cool. Eigelb enthält mehr Eiweiß als Eiweiß. Als das Eiweiß? Weiß das das Ei?